食い止め。Das brennt. Ich weiß gar nicht, wo sie hin ist. Tomoe entkommt. Tomoe, nigebo nai zo. Da ist er vorne. Doko made nigeru tsumori da? Oi, tsuite korai yo, Sakai dono. Sakai dono. Ich hab dir gerade einen Springfall in den Rücken geschossen. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Tomoe! Sakai Jin, da, ne? Ishikawa no Inu. Omae wa kagayakashiki mirai wo torikoboshita, Yumi no Tensai. So iwareta no? Tomoe, danwa ga nozomi ka? お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ。私のようにね。中言はいらぬ。決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない。一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた？どこに消えた？先生に伝えねば。Ich werde, ich hätte jetzt, ich wäre jetzt hinterher gesprungen. Oh, also nicht in real life, sondern hier. Ich hätte das X gedrückt und dann da. Hui! Wo muss ich hin? Rechts. Also das mit dem Wind ist eine gute Idee, ne? Mit dem als Wegweiser, aber manchmal auch sehr verwirrend. Also bei mir. Für mich. Ja, ich bin auch sehr dumm, muss man dazu sagen, aber. Was hast du denn für ein Problem, Junge? Ach, die Strohdrohnen. Zwei Stück an der Zahl? Ja, kein Problem, Jungs. Lass mein Pferd in Ruhe, du verdammten Strohhut! Ah, ich hab doch Angst! Bitte nicht! Bitte nicht! Hier! Du verdammten! Ah, ich hab's überlebt! Nix, hast du überlebt! ihr verdammten Strohdrohnen. Das habt ihr alles eurem Meister, eurem Beschützer oder wie auch immer ihr es nennen wollt, Reise zu verdanken. Der Hass, dem ich euch gegenüber trete. Mit dem ich euch gegenüber trete. So, Sensei, was ist jetzt hier passiert? Also zwischen dir und Tamo. Tomoe wa nigemashita. Onushi nigashita no ka? Tobi yorita no desu. Gake kara. Kudaran shibai ni hikkakari o tte. Nayande oru you deshita. Nani ka iwareta no ka? Anata ga watashi wo uragiru to. Zare goto you. Onushi no hou ga kusabi wo uchikamareta na. Yoku kiite oru. Iie, kiite nado. Sou ka? ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。Der Unterschied zwischen mir und dir, Ishikiwa. Ishikiwa, Ishika? Ishikawa? Ishikawa, ne, heißt er, glaube ich. Ich sehe seinen Namen nicht mehr, weil der verschwunden ist.
Naja, der Unterschied zwischen uns beiden ist auf jeden Fall, dass ich hier nicht die ganze Zeit mich um Kopf und Kragen rede. Du Verdammten. Auch neue Kleidung. Ich bin wütend. Wenn ich wütend bin, bei hier aus. Kraka, verdammt nochmal, Dauer. Guck mal, die Symbole ändern sich sogar hinten. Crazy. Hier, das blau-goldene finde ich cool. Der hat auch einen Helm, ne? Gosaku. Den habe ich doch schon öfter gesehen. Gosakus Helm. Den will ich nicht. Den können wir nehmen. Da sehe ich mich jetzt hier. Boah, das sieht cool aus mit der Reinheit des Krieges. Dann gehen wir, weil es gerade in der Nähe ist. Zum Masako. Finde Masako beim Omni-Tempel. Omni. Omni-Tempel? Omni? Oder oh my? Oh my, oh my! Hier ist echt das Regengebiet, ne? Hier gibt es nichts als Regen. Was ist das? Ein Wespennest. Bienenstich im Wespennest. Hi. Boah, ist das hier aber auf. Ah, hier wird es ein bisschen offener. Sehr schön. Ja, die Teifertbär. Shut the f. Ja, was ist denn da los, Junge? Eigentlich hätte der Bär 1000 Fett sein müssen. Der legendäre Gosaku ist hier. Gosaku. Und der legendäre Gosaku braucht vielleicht mal eine legendäre Brücke. Was ist denn hier für ein Nebelgebiet? Die fucking Niagara-Fälle oder was ist hier los? Heilige Mutter Maria. Was fährt? Okay. Der Mann mit dem Haken kommt überall hoch und runter. Ist das die Schlucht, wo wir gekämpft haben? Die Asamo-Bucht? Ne, das ist die Musashi-Küche vor allem. Hm? Achso. Wer ist er denn? Jo, was hier unten? Was ist denn hier los mit dem Stein? Duell unter fallendem Wasser. Oh, let's go! Aua!
Holy! Verdammt. Holy fucking Anime-Kampf, Alter. Einfach nur fling durch und durch. Nicht mal umgedreht. Nicht mal umgedreht. Alter, absoluter Giga-Chat. Hau ab, Pferd, du bist mir im Weg. Warte, ich muss mich hier so hin platzieren. So, wir brauchen eine gute Tagezeit. Perfekt, ne? Sonne bricht durch. Tagezeit mache ich mit der Maus, weil da geht schneller. Ah, da müssen wir doch mal gucken mit dem Wetter. Oh, Nebel sieht episch aus. Dann müssen wir mal mit der Tageszeit gucken. Boah, ist das hell. Boah, ist das dunkel oder komisch oder weird. Ja, gleich haben wir alle einen epileptischen Anfall hinter uns. Ne, aber so ist gut. Windgeschwindigkeit langsam. Partikel. Ja, noch Glühwürmchen hier, ne? Oh ja, genau so. 30 Milliarden Stück. Beruhige dich doch mit dem Glühwürmchen. Boah, Herbst, volle Kanne, geil. Ja, guck dir das an, das ist einfach nur brutal, dieser Fotomodus. Liebe ihn. Speichern 7-mal von mir aus. Diese Branches hier. Hässel auf Deutsch. Stöcke, Steine, Bäume. Wow, ich dachte gerade, der lässt sich jetzt herunterfallen. Ich wollte Gin schon verfluchen. Und mit Whisky weiterspielen. So. Pferdchen, du bist ja auch hochgeklettert, ne? Komm. Sehr gut gemacht. Das Pferd mehr OP als Jin. Shin Sakai. Der verdammten Strohdrohne. Okay. Stimmt euch, ihr verdammten Ronin! Ihr seid die größte Schande, die Tsushima zu bieten hat. Tot. Oh shit, er hat mich komplett weggebaitet. Gut. Hier, fangen. Jetzt bin ich dran. So. Ha? Na? Hau schon. Hä? Wer hat noch nicht genau? Was ist das? Hä? Bitte tut sich! Dich lass ich sprengen, Alter. Weg! Oh,
Wo willst du hin, hä? Holy moly. Ist das hier überhaupt die Quest? Ne, das ist eine Nebenquest. Macht aber nichts. Wir gucken mal eben hier rein. Jemand hier? Hallo? Oder war das schon? Oh, da ist er. Nein, nicht da durchkriechen. Warte, ist da irgendwo eine Klappe da? Guten Tag. Doreko. Moshi. Amari Hanasna. Utanomiga. Arimas. Naze osuare tanoda. Wakarimasen ga. Mura no otokora ga sarawale mashita. Watashi no otto no Kisanta mo. Mukatta saki wa. Kita no yama ai e iku to. 話していました。 どうか 夫を救ってください。 Ich rette Oda. Eine letzte Bitte. Der muss nämlich One Piece weiterschreiben. Ano yamai no koto ka. Nusubito ga akinai ya hitouri ni tsukau chi. 1,3 Kilometer. Are you fucking kidding me? Hätte ich die gottverlassene Quest mal lieber nicht angenommen. War doch schon so nah an ihr dran. So nah und doch so fern. By the way, muss ich mich auch entschuldigen, fällt mir gerade mal ein und auf, dass in letzter Zeit immer nur ein Video pro Tag kommt. Das liegt nicht daran, weil ich keine Zeit habe. Das liegt daran, dass ich der absoluten The First Descendant-Sucht verfallen bin. Seitdem das Spiel draußen ist, ist es wirklich furchtbar geworden. Und ich bin immer... bin ehrlich gesagt total froh, dass es wenigstens nur ein Video geworden ist pro Tag. Das ist halt der Nachteil, aber das ist halt der Vor- und Nachteil, wenn kein Zwang hinter dem Video steckt. Meine gucken meistens sowieso nur eine Handvoll Leute, und für die Handvoll bin ich sehr dankbar. Kuss an euch alle. Aber ich verdiene ja kein Geld mit YouTube oder sonstiges, deswegen wenn ich zu Hause. Aha. Wenn ich mal also kein Video hochlade, ist es wenigstens nicht ganz so schlimm. Der Busch sieht cool aus, ne? Der Baum. Das ist der Geschenkbaum? Sieht ein bisschen so aus, ne? Naja, wie gesagt, da steckt ja kein Zwang hinter, nichts, kein Geld oder irgendwie kein... ich muss, sonst weiß ich nicht. Fehlt mir das Geld oder was weiß ich, keine Ahnung. Deswegen gehe ich da wahrscheinlich auch mit einer ganz anderen Leidenschaft dran als manche andere YouTuber, die es machen müssen, um zu überleben. Sag ich mal. Oder um über die Runden zu kommen, aber... ich meine, ich würde mich freuen, wenn ich damit Geld verdienen würde. Dann würde ich da jetzt auch mehr raushauen. Aber, ja. Alter. Ich bin hier noch nicht angekommen. So. Oh. Chiharu. Chiharu. Wie wär's denn mit dem Kopf los, mein Freund? Wieso kann ich den Bogen nicht wechseln? Also...
weil ich schießen möchte. Was ist denn? Chiharu! Hier, Chiharu! Hau ab, Junge! Bin nur zu meiner Quest. Drei Leute getötet und weiter rennen. Hi! Naja. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es mal irgendwann, irgendwann klappt mit dem Geld verdienen damit, aber ich will nicht sagen, ich kann da nicht große Hoffnung ansetzen, weil wenn ich keine große Hoffnung hätte, dann würde ich keine Videos machen, aber ich weiß aber auch, dass der Videocontent, den ich mache, die Let's Plays, jetzt keinen großen oder hohen Anspruch mehr im 2024 haben, beziehungsweise keine große Basis zum Zuschauen, weil viele wollen schnelle, kurze Schnitte haben und so, mehr so Compilation und Best-of-Style. Ist auch vollkommen okay. Solo, solo da. Und, bin auch nicht der beste Kommentator, ich gebe mir einfach Mühe, um so Spaß dabei zu haben. Und, aber, ja. Wie gesagt, ich erwarte keinen Riesenerfolg damit. Freue mich aber, wenn dann doch ein, zwei bleiben. Junge, wie lange willst du da noch rumtoben? Mein Gott! Wie lange du brauchst, bis du angekommen bist, ihr verdammten Ronin? So, jetzt zeige ich dir mal was. Man nennt mich nicht aus gutem Grund, Geist. Was ist das? Der kommt aus nichts. Also noch mehr Böses. Lass die verdammten Menschen in Ruhe. Was ist denn der Kampf von oben runtergesprungen? Ah, verdammt, der macht alle den Move da. So. Ja, genau. Du kommst auch direkt damit rein. Ja. Natürlich war das unglaublich. Weißt du, wer ich bin? Jin fucking Sakai. Schau dir erstmal deine Sachen. Onushi, Yodo no mono ka? Hito chigai ka to. Ronin wa higashi e mukaimashita. Higashi to wa? Kawa zoi no gake da to ittorimashita. Asoko darou na. Onushi wa ni o motomete nigero. Noch weiter travel. Travel. Und ich freue mich halt auch, wenn ich mal vielleicht ein paar Jahre zurückblicke und die Videos immer reinschauen kann. Wenn ich mal irgendwann keine Lust mehr habe. Oh mein Gott, es ist so schön. Wie gesagt, wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr haben sollte, das durchzuziehen oder keinen Sinn mehr darin sehe. Kein Spaß, wie auch immer. Oder es mehr Zwang wird als Hobby dann. Ohne was daraus zu gewinnen. Weil man, also, ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber bei manchen Hobbys, man muss einfach auch was aus den Hobbys herausgewinnen, ne? Also, der Vorteil ist ja, dass bei dem YouTube-Gedöns hier ist natürlich der Vorteil, dass ich zwei Hobbys in einem auslebe. Einmal das Video schneiden und beziehungsweise versuchen zu entertainen, aber auch gleichzeitig das Zocken. Das heißt, wenn das Entertainment nicht klappt oder nicht rüberkommt, dann habe ich immer nur den Spaß mit Zocken. Aber wenn ich jetzt natürlich keinen Spaß beim Zocken hätte, sprich keine, ja, beim Spielen kein Erfolgserlebnis hätte, ich würde jetzt sagen, ich kriege jetzt nur auf Fresse oder komme nicht voran und so. Und dann würde YouTube dabei auch nicht laufen. Du musst ja ein bisschen was daraus gewinnen. Wenn du im Spielen schlecht bist, meiner Meinung nach kannst du nicht, weiß ich nicht, da kann man keinen Spaß, also ich will nicht sagen, kann man keinen Spaß haben, aber für mich würde es dann nicht so viel Spaß machen, wie wenn ich in einem Spiel. Ich will nicht sagen, man muss auch nicht super gut sein, aber man muss schon klarkommen, ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit nur auf Fresse kriegst im Spiel, das kann keinen Spaß machen, so. Glaube ich.
Man muss auch ab und zu mal Erfolgserlebnisse haben. So, so wie er hier. Er hat auch ein Erfolgserlebnis. Das Erfolgserlebnis ist blind sein. Na, sei bloß leise. So, dann. Deine Freunde haben ja alle hinter uns getötet. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen verständlich rüberbringen, was ich meine. Oder so ein bisschen zu verstehen geben, was ich meine. よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中にはやりかわけの老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と聖次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。 殺された 仲間を 弔った 後 どこかへ 逃げろ. Noch weiter rennen, meine Güte, 140 Meter nochmal. Ah, der rote Wald hier, der ist ja absolut beautiful. Leck mich am Arsch, ist das schön, das Game. Hier würde ich am liebsten einfach leben. Einfach leben und chillen. Aber ich glaube, wenn YouTube richtig laufen würde oder wenn ich da so ein paar Zuschauer hätte, würde ich versuchen, die auf Twitch zu lenken, weil Twitch einfach cooler ist, wenn du... sagen wir anders. Ich würde auf jeden Fall versuchen, immer ein, zwei Mal die Woche zu streamen, wo ich dann nur Streaming mache. Keine Aufnahmen, kein Videos oder sonstiges, wo man einfach mal die Games zocken kann, die man so ausprobieren will oder so wie die First Defendant einfach... Descendant meine ich, nicht Defendant, Descendant. Wo man einfach drauf los grindet. Ich bin ein Vollidiot. Ich wollte eigentlich Feuerschwert machen und dann Attentat. So woanders. So, Jungs, jetzt reißen wir mit euch. Hallo, hallo, Ausfall. Ich kann meine Fähigkeit jetzt aber. So. Das wird ein Gemetzel, das habt ihr in 7 Jahren noch nie erlebt. Man nennt mich auch fucking Zuko. Feuerbändiger. Was hast du für eine Sorge? Du? Holy! Hau schon. Wollten eigentlich kontern und dann attackieren. Das hat nicht so funktioniert. Wer da liegt? オレのことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで？最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。敵は討ち取った。もう傷つくものは出ないだろう。ありがとうございます。 Der hat sich aber schnell eingekriegt. Ihr Todesgeräusch. Danke. Komm, ey, aus. Ihm geht's gar nicht mehr gut. Können diese Augen lügen? Boah, das war viel zu schnell. Wo ist denn der jetzt? Da. Wieso zucken die alle? Ja. Naja, aber ich werde auch hier erstmal den Part beenden. Eine kleine, aber feine Aufnahme. Ich werde morgen versuchen, noch mehr aufzunehmen. Muss ich den Grind einmal unterbinden. In der First Descendant. Ich will immer Defendant sagen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt von Ghost of Tsushima, schaltet ein. Morgen, übermorgen. Das sollte auf jeden Fall
weitergehen. Ansonsten läuft auch noch Galactic her. Könnt ihr auch einschalten, angucken oder andere Sachen. Ich habe noch wieder anderen Content auf dem Kanal. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Checkt es gerne aus. Kuss an alle, die es machen. Und selbst wenn nicht, dann Kuss auch an euch. Habt einen schönen Tag. Wünsche euch was. Tschüss.